Wir haben versucht, ein Projekt zu machen, wo man über Sound, also vor allem Töne, ein Spiel oder irgendetwas erstmal steuern kann und haben das eben dann mit einem Xylophon umgesetzt. Das heißt, wir haben an den Raspberry Pi ein Mikro angeschlossen und das nimmt dann die Töne, die auf dem Xylophon gespielt werden, auf, analysiert die und damit kann man ein Spiel steuern. Also hier sieht man jetzt nochmal unser Projekt. Das ist der Raspberry Pi. Der ist hier mit dem Display verbunden. Das hier ist das Display. Und hier über diese Kabel, über I2S mit dem Mikro, das hier vorne ist das Mikro. Und wenn man dann auf dem Xylophon eben die Töne spielt, das Mikro muss möglichst da daneben liegen, dann werden diese Töne aufgenommen und in dem Raspberry Pi verarbeitet und die Töne analysiert und dementsprechend auf dem Bildschirm dann ausgegeben.